In den Akku oben auf. Du hast dich noch nicht wirklich entschieden, aber du hast schon eine Richtung, in die du wählen gehst. Heute eine Stimme zu Gast im Musikzimmer mit Safi. Hi. Schön, dass wir da sein können. Deine Texte sind immer so, die wenn man sich da reinhört, die sind so aufrüttelnd, die sind so gegen Liturgie. Ja, also ich behandle in den Texten eigentlich auch nur Sachen, die mich selber anecken lassen irgendwo, wo ich gemerkt habe, hier geht es nicht mehr weiter. Und versuche, die Texte so weit zu fassen, dass jemand anderes für sich die auch benutzen kann. Jetzt siehst du ja gerade überall die Wahlplakate und jede Partei kämpft so ein bisschen um die Stimmen, versucht dich dazu zu kriegen, die toll zu finden. Hast du das Gefühl, es geht wirklich um Themen oder hast du das Gefühl, es geht beim Wahlkampf im Moment nur um Gesichter? Ja, es geht beim Wahlkampf in erster Linie um Gesichter, habe ich den Eindruck. Aber die Themen sind trotzdem sehr schwerwiegend und wichtig. Und wonach entscheidest du, wenn du jetzt deine eigene Entscheidung überdenkst? Geht das dann auch um Themen oder geht es darum, wer dir sympathischer ist? Um Themen. Themen, die jetzt freischaffende Künstler betreffen, zum Beispiel wie die Sozialkasse oder die Krankenversicherung oder eben auch Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisse. Mhm. Weil man ja doch irgendwie als Künstler oft angeregt ist, einen Nebenjob zu machen oder sich sein Geld auf einer anderen Ebene nochmal zu verdienen, um dann in Ruhe seine Kunst zu entwickeln. Und ich habe auch kein Problem damit, da ich ja im Grafikdesign mich auf einer ähnlichen Ebene bewege, genauso glücklich, mich zu schätzen, das machen zu können. Ja. Wie nimmst du das wahr? Gibt es unter all den Parteien, die man so wählen kann, gibt es da für dich solche, die da mehr verstanden haben, wie das läuft als Künstler, das Leben? Oder haben die es alle noch nicht begriffen? Vielleicht sind das die Grünen und die SPD ein bisschen mehr als die CDU, die ja eher so größere Geschäftsmodelle entwickelt und eher Wirtschaft und Politik zusammenbringt. Ja. Und das in der CSU und so weiter. Eher Leute, die in den Beruf eingestiegen sind, Politiker zu werden, die auch als Politiker aufgewachsen sind, also gar nicht das echte Leben so kennengelernt haben, wie wir jetzt. Was würdest du dir wünschen, also wenn du so überlegen kannst, was für eine Vita die Leute mitbringen sollen, die in den Bundestag gehen? Was wäre so deine Idee, um es ein bisschen besser zu machen? Na, so ein bisschen echte Lebenserfahrung. Vielleicht, dass sie aus einem anderen Bereich kommen, aus richtigen, echten Branchen und nicht nur aus dem Kopf heraus, also nicht nur intellektuelle. Also Leute mit, die auch schon mal eine Sorge hatten. Ist das für dich noch ein Unterschied, ob Ost und West? Also du kommst aus Leipzig und macht das für dich jetzt so im täglichen noch einen Unterschied? Im täglichen Leben ist es für mich ein Unterschied. Und ich habe auch gelesen, dass es in der Politik offenbar auch manchmal zu der einen oder anderen Bemerkung führt, wenn die Merkel ja doch dann aus dem Osten kommt, dass der Gegenpart sich dann irgendwie zu einer Bemerkung hinreißen lässt, dass sie da jetzt nicht so europamäßig eingestellt wäre oder Wann meinst du, hört das auf, dass dieses Ost-West-Ding immer wieder hochkommt? Wir können selber mal überprüfen, wie wir zum Beispiel über Tschechien oder Polen denken oder über Russland, was wir dann insgeheim, was uns vielleicht gar nicht richtig auffällt, was wir für eine Meinung, für ein Bauchgefühl haben, wenn wir an die denken. Und es wird aus der Generation rauswachsen irgendwann. Vielleicht noch zwei Generationen, bevor das ein bisschen mehr abgeschwächt ist. Danke, dass wir dich in deinem Musikzimmer besuchen dürfen. Das war Safi, das war eine Stimme. Ja, nächste Folge gibt's mehr.